Frau Präsidentin, liebe fröhliche, liberale, geradlinige, deutschlandliebende Freunde der Alternative für Deutschland, liebe für das Gegenteil stehende deutsche demokratische Altfraktion und ultralinken Reste. Die Haushaltsdebatte neigt sich dem Ende zu. Es ist an mir, ein paar weihevolle Worte noch zum Ende zu finden, und die findet man. 4 Tage Haushaltsdebatte, 4 Tage Dauerwerbeschleife für die Alternative für Deutschland. Keine Rede ohne die Erwähnung meiner Partei. Auf der einen Seite das Heranwanzen der CDU-CSU-Fraktion an uns, an unsere Position, das war teilweise Werbung für uns. Auf der anderen Seite Beschimpfungen, Hatz- und Hess-Tiraden, Orwellsche Auswüchse auf der Seite der verblendeten hellbraunen Melange und der noch linkeren. Vielen Dank dafür. Ich glaube, jeder, der bisher noch nicht von der AfD überzeugt war, ist es nach dieser Haushaltsdebatte und vor allem nach der Rede von Michael Espendiller vorhin, meine Damen und Herren. Sie hatten auch recht, nie wieder. Nie wieder Einheitsparteien, nie wieder Einheitsfraktionen, nie wieder Einheitsmedien, nie wieder Sozialismus, nie wieder Staatsdemos, vor allem Sozialismus, keinen roten, keinen braunen und auch keinen grünen, aber auch keinen Staatsbankrott. Meine Damen und Herren, und dieser Staatsbankrott ist zum Greifen nahe. Das sagen nicht wir, das sagen der sogenannte Wirtschaftsminister Habeck und der Ostbeauftragte. Wir haben kein Geld mehr. Meine Damen und Herren, 2 Jahre Ampel, 2 Jahre FDP-Finanzminister, 2 Jahre Quartetto Infernale. Man kann auch von einer Viererbande auf der Regierungsbank reden, von Habeck, Scholz, Lindner und Baerbock. Und Sie haben unser Land ruiniert, Sie haben unser Land blamiert. In 2 Jahren haben Sie eine der größten Volkswirtschaften dieser Erde platt gemacht. Das dürfte historisch einmalig sein. Kein Geld mehr da, kein Geld mehr da, aber Geld doch zum Beispiel für das Bundespräsidentenschlösschen Bellevue, was für schlappe 500 Millionen Euro renoviert werden soll. Man gönnt sich für den Bundespräsidenten sogar 200 Millionen Euro für eine Übergangslösung. Wie viele Wohnungen könnte man dafür bauen, meine Damen und Herren? Und vor allem überlegen Sie mal, ein Bundespräsident, der Millionen Menschen draußen als Ratten bezeichnet. Alle die, die nicht seiner Meinung sind, sind Ratten. Und ich rufe ihm zu, lieber Herr Steinmeier, denken Sie drüber nach. Ratten, die ihre Bauexzesse finanzieren müssen, die finanzieren letztendlich ein Rattenloch. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Also ein Verfassungsorgan als Rattenloch zu bezeichnen,